Gerade dort, wo der Mensch meint, allein auf seinem Weg zu sein, und zwar als Sünder Gott los zu sein, gerade dort geht ihm Gott unbekannt voraus. So schreibt es ein Theologe unserer Tage. Gerade wo der Mensch meint, Gott los zu sein, dort geht ihm Gott unbekannt voraus. Wie eine Zusammenfassung klingt das für dieses Drama, das Paulus hier beschreibt im Römerbrief. In den Kapiteln 9 bis 11 traktiert er sozusagen das Verhältnis zum Judentum. Er selber bezeichnet sich ja durchaus gerne und auch stolz als Pharisäer. Aber wie ist das denn jetzt mit dem Judentum? Angesichts des Evangeliums, angesichts Jesu Christi, was ist mit der Erwählung Israels? Ist die einfach perdu? Nein, sagt Paulus. Es ist ein großes Drama, das sich hier abspielt. Ein Drama, wenn man so will, in mehreren Akten. Israel ist und bleibt erwählt. Er hat es unmittelbar vorher aufgezählt. Sie haben die Verheißungen, den Bundesschluss, sie haben den Gottesdienst. Und, damit beginnt unsere Lesung, unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt. Aber es bleibt das Drama der menschlichen Freiheit und das Drama des Ungehorsams. Während zunächst die Heiden, die sagen können, wir kennen diesen merkwürdigen Gott ja gar nicht, durchaus meinten, eine Berechtigung zu haben, im Ungehorsam zu sein, wird Israel zuerst das Evangelium in Jesus Christus angeboten. Der Großteil Israels lehnt dieses Evangelium ab. Und sie finden sich dann dort wieder, wo die Heiden vorher waren. Erst der Ungehorsam dieses großen Teils Israels macht die Öffnung für die Heiden überhaupt möglich. Und so finden sich, wenn auch ungleichzeitig, aber beide in der gleichen Ausgangssituation, nämlich im Ungehorsam zu sein. Paulus geht sogar so weit zu sagen, Gott hat sie alle in den Ungehorsam eingeschlossen. Ein ganz kühner Gedanke. Er sagt nicht, Gott ist der Grund des Ungehorsams, aber er hat sie eingeschlossen, nacheinander, Heiden und auch den Großteil Israels, Juden, um sich dann aller zu erbarmen. Wenn wir, und leider hat das die neue Ordnung ein wenig zerstört, wenn wir früher, und wir tun das ja hier immer noch, samstags in der Vesper, sozusagen nicht nur als Sprungbrett zum Sonntag hin, sondern zugleich immer am Samstagabend auch als Brücke zwischen Sabbat und Sonntag, als Brücke zwischen Judentum und Christentum, genau die Anrufung des Paulus hier genau an dieser Stelle im Römerbrief wiederholen als Kapitel der Vesper. O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Dann wissen wir, dass der letzte Akt dieses Dramas noch aussteht. Die Bekehrung ganz Israels zum Evangelium. Aber wir wissen auch um das kleine Drama angesichts dessen, worüber hier gehandelt wird, unseres eigenen Lebens. Denn auch für uns gilt, gerade dort, wo wir meinen, allein auf unserem Weg zu sein und als Sünder gottlos zu sein, gerade dort geht uns Gott unbekannt voraus.